Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute steigen wir mal ganz tief in die Fünf-Elemente-Lehre ein. Vor allen Dingen, was eben auch die Elemente Feuer, Wasser, Luft, Metall mit uns zu tun haben, wo wir die finden im Körper, was für Zusammenhänge auch mit den Organen, mit den Zähnen und auch mit der Nahrung in Verbindung stehen. Und da können Sie sich richtig freuen auf einen wunderbaren Strauß an Informationen. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Sabine, schön, dass du wieder da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber. Ja, ich freue mich auch. Vor allen Dingen finde ich es wunderschön, du als Ärztin, gelernt Allgemeinmedizin, aber wirklich dann über den Tellerrand hinaus so viele verschiedene Themen, ob TCM, Homöopathie, Akupunktur und wirklich integrierst, um den Patienten ganzheitlich zu betrachten, aber auch Kollegen ausbildest, wenn die wirklich sagen, ich möchte jetzt wirklich ein holistisches, gesundheitliches Bild mal vom Patienten überhaupt lernen. Ja, das gab es ja leider im Studium nicht so wirklich. Nee, ja. Leider ganz und gar nicht. Mhm. Ja. Jedenfalls nicht in den 80er Jahren. Und ich glaube, heute ist es auch immer noch so. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wenn wir uns jetzt allerdings die fünf Elemente anschauen, ist jetzt mal meine Frage, woher kommen die, aus welcher Thematik raus arbeitest du mit denen? Also es ist so, die traditionelle chinesische Medizin kennt fünf Elemente. Wir haben auch fünf Elemente in der Ayurveda-Medizin, aber da möchte ich jetzt heute nicht so drauf eingehen, sondern auf die von der chinesischen Medizin. Und die hat diese fünf Elemente oder Wandlungsphasen benutzt, um die Welt zu beschreiben. Er hat gesagt, die ganze Welt kann man einteilen in fünf Wandlungsphasen, die verändern sich ständig, denn der stetige Wandel ist im Prinzip das, was uns vorantreibt. Probleme entstehen dann, wenn Stagnation entsteht im Organismus, auch energetische Stagnation, und das kann dann zu Krankheiten führen. Und die Welt wandelt sich, das sehen wir auch an den Jahreszeiten zum Beispiel, und verändert sich permanent. Und zu jedem Element wurden dann verschiedene Eigenschaften, Zusammenhänge praktisch subsumiert, die dann dieses Element beschreiben. Mhm. Und wenn wir da jetzt mal einfach anfangen und fangen mit dem ersten Element an, mit das sozusagen, wie das Leben losgeht, das wäre das Element Holz. Das ist ein sehr veränderliches Element. Das Element Holz steht auch für den Frühling, der gehört dazu, weil im Frühling ist es tatsächlich so, dass sich unsere ganze Umwelt draußen ja verändert. Jeden Tag, wenn wir aus dem Fenster rausgucken, hat sich was verändert in der Natur. Und so ähnlich, diese Veränderungen, die sehen wir auch im Organismus. Das heißt, es ist eine Energie der verschiedenen Symptomatik. Wir finden sehr viel veränderliche Symptome da. Dem sind natürlich auch Organe zugeordnet, Organsysteme und Meridiane, also Energieleitbahnen. Und ein Organsystem, dem das zugeordnet ist, sind die Leber und die Gallenblase. Die ist diesem Element Holz zugeordnet. Und dann sagt man in der chinesischen Medizin auch, wir reden viel über Ernährung da, über die, Qi, also praktisch die Energie in der Ernährung. Und da gibt es bestimmte Geschmäcker, die dann auch zugeordnet sind, über die wir dann auch therapieren können. Das wäre jetzt hier in diesem Fall der saure Geschmack. Und es gibt dann auch noch eine entsprechende Farbe dazu. In dem Fall wären es grüne Nahrungsmittel, die hier einen Ausgleich schaffen. Dann gibt es zu dem Element natürlich auch noch andere Entsprechungen. Zum einen sagt man, das Element Holz öffnet sich durch die Augen. Das heißt, die Augen sind auch wieder verbunden mit dieser gleichen Energie von Leber- und Gallenblase. Deswegen bearbeiten wir auch oft bei Augenproblemen in der Energiemedizin über Leberentgiftung und Gallenblase. Bitte entschuldigen Sie ganz herzlich diese kurze Unterbrechung, aber bitte abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal hier unten. Das dient nicht nur uns zur weiteren Verbreitung dieser Sendung, sondern wir können damit ganz, ganz vielen Menschen mehr Hoffnung schenken. Danke ganz herzlich und weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Auf Wiedersehen. Dann sind die Gelenke, spielen oft eine große Rolle, und die Muskeln. Und wir haben oft auch Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, also Rheumaerkrankungen, wo man ja auch das kennt von immer wieder wechselnde Gelenke, immer wieder Entzündungen und Nichtentzündungen, Arthrose, Arthritis, dieser Wechsel. Das ist auch typisch für Holzerkrankungen. Und es gibt eine zugeordnete Emotion. Diese Emotion ist eigentlich die Wut.
auch so ein bisschen die Kontrolle, die Entscheidung und so weiter, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Aber wenn wir natürlich zu viel Wut haben, dann kann das auch wieder zu Blockierungen führen im Organismus. Und diese Emotion hat die gleiche Energie wie zum Beispiel unsere Leber. Deswegen kann ich im Grunde genommen auch versuchen, meine Emotion Wut auszugleichen, indem ich die Leber behandle und umgekehrt. Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und hier hilft zum Beispiel auch das Wissen um die Nahrungsmittel in der TCM und wie die wirken, weil man da wirklich einen energetischen Blickpunkt drauf hat. Das nächste Element, was dann kommt, also das wäre auch so ein bisschen wie unsere frühe Kindheit, wobei man dazu sagen muss, dass man natürlich auch mit 50 ein Holzproblem haben kann. Also nicht nur Kinder haben das. Oder mit 40. Ja, oder mit 40 oder wie auch immer. Ja, genau. Ja, könnte durchaus sein. Und da muss man natürlich dann schauen, ja, wo sind die Hauptprobleme? Wo habe ich meine Schwachpunkte? Manche Menschen haben auch mehrere Elemente schwach. Ne? Je kränker ich bin, umso mehr Elemente können betroffen sein. Ja? Bei Kindern ist oft nur ein Element. Bei Erwachsenen können es dann auch mal zwei oder drei Elemente sein. Das nächste Element im Lebenszyklus wäre das Element Feuer. Das entspricht so ein bisschen der Pubertät, Feuer. Hitze ist damit verbunden als äußerer Einfluss. Das habe ich eben vergessen. Beim Holz wäre der Wind der äußere Einfluss, der von außen kommt. Also hier die Hitze. Dann natürlich Entzündungen spielen hier eine große Rolle. Und in der chinesischen Medizin hat man hier vier Meridiane zugeordnet. Das ist der Dreifacherwärmer, das erkläre ich gleich noch, der Dünndarm-Meridian, der Herz- und der Perikard- oder Kreislauf-Meridian. Mhm. Das heißt, das ganze Herz-Kreislauf-System spielt hier eine Rolle. Der Dünndarm ist damit verbunden, ja. Entzündungen im weitesten Sinne. Dazu können natürlich auch mal Hauterkrankungen eine Rolle spielen, Akne oder dergleichen, weil wir haben diesen Aspekt des Dreifacherwärmers noch. Mhm. Der Dreifacherwärmer ist was wir in der Schulmedizin überhaupt nicht kennen. Das ist eine funktionelle Einheit. Es gibt einen oberen, mittleren und unteren Dreifacherwärmer. Und es ist wie nur eine Entgiftungszentrale oder eine Destillerie in unserem Organismus, der das Gute vom Schlechten trennt. Ja? Das heißt, die chinesische Medizin spricht auch vom Verdauungsfeuer. Darüber werden wir dann auch gleich vielleicht noch mal kurz reden, wie das funktioniert. Und ein Teil dieses Verdauungsfeuers ist der Dreifacherwärmer. Aber er ist auch eng mit dem Hormonsystem verbunden. Ja? Und wenn wir jetzt eine Erkrankung wie Akne zum Beispiel haben, dann haben wir natürlich zwar auf der einen Seite eine Hauterkrankung, man denkt natürlich an Haut, aber wir haben eine Entzündung, aber wir haben eben auch oft eine hormonelle Dysbalance. Mhm. Ja? Und wir müssen bedenken, dass alle Hormonsysteme, alle endokrinen Drüsen, über die wir dann später nochmal reden, wenn wir über Chakren sprechen, eine Verbindung. Das heißt, die werden zwar oft alle gemeinsam von Hypophyse, Hypothalamus kontrolliert, aber hängen trotzdem alle zusammen. Wenn ich irgendwo am Rädchen meinen Sexualzyklus, ja, irgendwelche sexuelle Hormone verschoben habe oder Schilddrüsenhormone verschoben habe, habe ich gleichzeitig immer eine Verschiebung auch im Bereich der Nebenniere oder auch der anderen endokrinen Drüsen. Und das führt oftmals zu Disbalancen und das ist typisch jetzt zum Beispiel für das Element Feuer auch und oft eben auch Probleme im Bereich des Dünndarms. Mhm. Ja? Und was haben wir da noch? Für Element Feuer, Hitze hatte ich eben schon gesagt, Farbe Rot kann man sich ganz gut vorstellen, also rote Nahrungsmittel, die hier eine Balance schaffen. Geschmack ist bitter, ja. Also bittere Nahrungsmittel können hier ausgleichen. Rucola zum Beispiel oder sonst was. Man trinkt ja auch gerne mal einen Bitterlikör. Ja, ja oder auch ja? Diese Bitterstoffe. Bitterstoffe, einfach, ganz genau, die eben auch da nochmal helfen. Das ist auch etwas, was in dieses Element reinpasst. Und dann haben wir hier die Freude ist eigentlich die Emotion. Jetzt sagt man natürlich, Freude ist etwas sehr Schönes, ja. Stimmt ja auch. Jede Emotion ist ja in sich auch etwas Wichtiges. Ja? Mhm. Aber man kann natürlich auch übertriebene Freude haben. Thema Pubertät kennt man ja, die giggelnden Jugendlichen. Mhm. Ja? Oder man kann natürlich auch völlig freudlos sein. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe überhaupt keine Lebensfreude mehr. Nichts mehr, was mich voranbringt. Ja? Das sind so verschiedene Faktoren hier. Dann spielt natürlich das Herz-Kreislauf-System hier eine große Rolle. Kreislaufstörungen, Bluthochdruck, niedriger Blutdruck, Zirkulationsstörungen, Gefäße spielen hier eine Rolle, Arterien und Venen, ja, in diesem Funktionskreis. Und natürlich eben auch
wie Hormone, wie ich eben schon gesagt habe, und auch Dünndarmerkrankungen, zum Beispiel Morbus Crohn, so eine Dünndarmerkrankung, auch Autoimmunerkrankungen können sich natürlich in den einzelnen Elementen finden, so wie wir eben zum Beispiel über rheumatische Erkrankungen gesprochen haben. Wer jetzt zum Beispiel, jetzt, wo du gerade, wenn jemand ganz viele Krampfadern hat, ja, hat er dann eben dieses Feuer richtig, nicht in Balance. Richtig, ganz genau. Das wäre ein Hinweis darauf, dass das Element Feuer zum Beispiel in der Dysbalance ist. Ne? Weil die Gefäße gehören zum Element Feuer. Mhm. Ja? Und dann kommt das nächste Element, das ist dann die Erde. Die Erde ist so, wenn wir den Lebenszyklus betrachten, eigentlich so die Zeit, wo wir unsere Werte aufbauen, sage ich jetzt mal. Also wir haben jetzt unseren Beruf, unsere Familie, wir bauen unser Häuschen, was auch immer. Also wir sozusagen haben unsere Wertesystem, was wir materiell auch an uns heranziehen. Die Erde ist ja was sehr Substanzielles. Die Farbe Gelb ist damit verbunden. Und die Chinesen verbinden damit, oder die chinesische Medizin, dass den äußeren Einfluss Feuchtigkeit. Ja? Mhm. Feuchtigkeit ist etwas, was sehr viel krankheitsverursachend ist. Und da werden wir dann bei der Ernährung gleich nochmal drüber sprechen, dass Feuchtigkeit Schwierigkeiten machen kann im Organismus, weil das eben zu Stagnation von Energie führt und dann die Ursache sein kann, zum Beispiel auch von Tumorerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen. Deswegen ist es wichtig, dieses Element zu balancieren. Mhm. Ja? Und zum Element Erde gehört der Magen. Ja, und dann gehört Milz Pankreas dazu, also Pankreas auch als endokrine Drüse. Das ist ein Komplex ein bisschen, ja, wobei die Milz natürlich nochmal ein ganz anderes Organ ist, wie wir sie aus der Schulmedizin kennen, weil in der chinesischen Medizin ist sie auch ein Blutbildner, nicht nur wichtig fürs Immunsystem, sondern auch wichtig für unseren Komplettstoffwechsel, weil sie so eng mit dem Bauchspeicheldrüse verbunden ist, aus energetischer Sicht, ja. Das heißt, hier haben wir viele Menschen, die so ein bisschen hier in diesem Bereich Solar Plexus, wo sich auch der Pankreas befindet, in dieser Richtung feststecken. Mhm. Magenprobleme haben, Stoffwechselprobleme haben mit Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweißstoffwechsel etc. Das heißt, das ist so das ganz, ganz große Thema hier. Und da finden wir natürlich momentan auch ganz viele Menschen. Und wenn wir jetzt in diese Energie reingehen, dann ist das natürlich auch eine Energie, die wir dann aber auch so ein bisschen im Außen sehen, weil viele Menschen Schwierigkeiten haben, Dinge loszulassen. Verstopfung. Genau, Verstopfung. Wobei jetzt natürlich der Dickdarm gleich noch kommt. Aber hier geht es auch überhaupt um das Aufnehmen, Verarbeiten und Loslassen. Altes Loslassen, richtig, neue Lebenswege gehen. Richtig. Dieser Wandel. Richtig. Und dann bin ich habe jetzt zwei Fragen. Eigentlich wollte ich vorhin kurz noch wissen, woran erkenne ich diese Feuchtigkeit im Körper oder nicht? Das wäre jetzt mal die erste. Ja. Also zum Beispiel Akne, wir hatten eben das gehabt, ist auch mit Feuchtigkeit verbunden. Ja? Erkrankungen mit Feuchtigkeit sind zum Beispiel Ödeme natürlich, Schwellungen, Gewichtszunahme, dass man sich kraftlos fühlt, dass man keine Energie mehr hat, dass man nicht vorankommt. Also alles das, auch Verquellungen im bindegewebigen Bereich zum Beispiel. Ja? Da können natürlich langfristig auch andere Krankheiten entstehen, auch Arthrose entsteht irgendwann mal über diesen Weg oder Autoimmunerkrankungen entstehen über diesen Weg. Ja? Dann könnte ich, wenn das gelb wäre, auch mit Zitronenaroma oder so, ja, oder mit gelb. Ja, Zitrone ist schon wieder gut fürs Element Holz, da haben wir eben drüber gesprochen, wegen der Säure. Ja? Ja. Gelb ist jetzt, ja, mit Farben, auch spannend. Gelb ist halt zum Beispiel Kartoffeln. Ja, die ganzen Wurzeln, Karotten, Möhren, solche Sachen, alles das, was in der Erde, diese Wurzelgemüse, ja, das ist so dieses Erdige, was das Element ausgleicht. Mhm. Ja, die Geschmacksrichtung süß ist hier das Problem. Und wenn ich jetzt zu viel Süßes über einen langen Zeitraum zu mir nehme, dann entsteht innere Feuchtigkeit. Das ist der Start zum Beispiel auch von Diabetes. Mhm. Ja, ist ja auch eine Stoffwechselerkrankung, ist Typ 2. Mhm. Bin ich jetzt mal einfach hier. Und da ist es eben auch so, da sammle ich zu viel Feuchtigkeit im Organismus an, aus energetischer Sicht, und muss deswegen einen Ausgleich schaffen. Mhm. Ja? Und Ursache ist ein zu viel an süßen Sachen. Ja? Es gibt natürlich auch welche, die haben zu wenig, die müssen es dann auch darüber ausgleichen. Man muss immer beide Seiten der Medaille sehen. Ja? Mhm. Und deswegen ist das Element Erde eben so eng verknüpft mit dem Stoffwechsel. Und es ist verknüpft mit Depressionen ein bisschen auch, ja, Melancholie und das Grübeln. Ja. Mhm.
Die chinesische Medizin spricht ja oft sehr blumig und da heißt es zum Beispiel, dass die Sorge oder das Grübeln das Qi verknotet, die Energie verknotet. Mhm. Das heißt, wenn wir zu viel nachdenken, zu viel in der Vergangenheit sind, zu viel in der Zukunft sind, aber nicht im Hier und Jetzt sind, dann haben wir sozusagen ein verknotetes Qi und das ist das Problem. Das heißt, diese Menschen, und das ist eine ganz große Masse von Menschen, muss man durch Übungen ins Hier und Jetzt bringen. Mhm. Ja? Die müssen natürlich Ernährung zu sich nehmen und die müssen auch ganz wichtig warme Ernährung zu sich nehmen. Keine kalte Ernährung, weil nämlich Kälte, kaltes Trinken und so weiter, Feuchtigkeit mehr ansammelt. Mhm. Ja? Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, viele Amerikaner, jetzt ohne das abwertend zu bewerben, sind deswegen übergewichtig, weil sie so viel eiskalte Getränke ständig zu sich nehmen. Ständig alles mit Eiswürfeln, immer eiskalt aus dem Kühlschrank. Das ist ganz, ganz schlecht für unser Verdauungsfeuer. Ja, das kann ich jetzt gerade bei dem jetzt mal ganz kurz entwickeln, was das Verdauungsfeuer eigentlich ist. Das ist ein sehr schönes Bild wieder aus der blumigen chinesischen Medizin. Und zwar ist es so, dass man sich das vorstellt wie einen großen Topf, der über einem Feuer brennt. Und in dem Topf ist Suppe drin. Die Suppe ist symbolisch für das Yin. Mhm. Ja? Und das Feuer ist das Yang, was unten drunter ist. Und das, was oben rauskommt, der Dampf, ja, das ist die Energie, die wir aufnehmen, das Qi, was wir von jeder Ernährung aufnehmen wollen. Wenn ich jetzt eine kalte Speise habe, das heißt, mein Feuer, mein Yang ist nicht ausreichend, um die Suppe aufzuwärmen, werde ich keine Energie daraus kriegen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, aus kalter Nahrung, wir hatten vorhin mal das Thema Rohkost gehabt, kann ich nicht so viel Energie aufnehmen. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss tatsächlich die Nahrung kurz erwärmen, das heißt jetzt nicht verkochen, sondern nur kurz aufwärmen zum Beispiel. Ich kann auch andere Techniken verwenden, um Wärme in den Organismus zu bringen. Das heißt, ich brauche ein Minimum an Yang-Energie, um diese Suppe tatsächlich verkochen, also dass die zum Kochen kommt und dann Energie rauskommt. Wenn ich zu viel Feuer habe, zu viel heiße Nahrungsmittel zu mir nehme, also Hitze produziere, dann wird meine Suppe irgendwann weg sein und dann bringt mir das auch nichts mehr, weil dann ist auch, kann ich auch keine Energie mehr produzieren. Das heißt, ich muss immer die Balance halten und die Balance liegt eigentlich darin, möglichst neutrale, energetisch neutrale Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, nicht zu viel kalte und nicht zu viel heiße Nahrungsmittel. Deswegen unterscheidet die Ernährungslehre der TCM in thermische Eigenschaften. Ja? Jetzt gibt es natürlich da auch wieder spannende Sachen. Wie machen es zum Beispiel die Beduinen? Ja? Die trinken Tee, aber Minztee. Mhm. Ja? Weil die Minze, die Pfefferminze, in unserem Organismus kühlende Eigenschaften hat. Das ist zwar ein warmes Nahrungsmittel, das sie in der Hitze zu sich nehmen, aber es kühlt innerlich. Mhm. Ja? Das heißt, wenn wir so ein bisschen Bewusstsein dafür kriegen, wie Nahrungsmittel in uns wirken, das heißt, was für Eigenschaften sie in uns haben, dann können wir das ganz, ganz toll ausgleichen. Das heißt, wir können unsere Schwächen dann durch gezielte Einnahme von Nahrungsmitteln fantastisch ausgleichen. Ja? Und so ist es tatsächlich so, dass wenn wir müssen eigentlich, selbst in der Hitze, wenn wir jetzt hier so eine Sommerhitze haben, wie auch immer, oder es normal warm ist, je nachdem, wo wir jetzt gerade sind, ein bisschen Warmes trotzdem zu uns nehmen. Mhm. Ja? Deswegen ist die Empfehlung zum Beispiel auch, dass man seinen Tag mit warmem Wasser beginnt und abschließt. Ja? Könnte ich kompensieren? Ich hatte jetzt immer wieder auch die Herausforderung, ich darf nichts Kaltes, keine Gurken essen und. Mhm. Und manchmal bist du einfach in einem Setting, wo jetzt gibt es halt einen Gurkensalat. Ja. Ja? Ja. Kann ich dann, weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich das ausgleichen muss, warmes Wasser danach oder davor trinken oder ich nehme halt Bittertropfen davor, um irgendwie das Ding auszugleichen, weil ich weiß, das tut jetzt eigentlich meinem System nicht gut. Richtig. Da muss man das eben ein bisschen ausgleichen und schauen. Ja? Das ist tatsächlich so, man soll halt immer so ein bisschen die Balance halten. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Oder voll Chili drauf machen? Ja, je nachdem. Also man kann auch mit Würzen, man kann auch mit Würzen Hitze erzeugen, indem man scharfe Gewürze nimmt. Das ist eine Möglichkeit. Oder man wärmt etwas auf. Oder man nimmt eine warme Soße oder man isst eine Suppe vorneweg. Ja? Mhm. Oder man trinkt heißes Wasser. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Wärme zuzuführen. Was ich ganz spannend in der Beobachtung fand, wenn ich kalte Getränke hier trinke, dann ist wirklich wie so ein bisschen stagnierend. Mhm. Und wenn ich mal motiviert bin und sag, und mich wieder daran erinnere, danke für die Erinnerung, und mir wirklich warmes Wasser reinmache, ich muss viel mehr auf Toilette, da ist viel mehr alles im Flow. Ich werde jetzt auch nachher gleich wieder warmes reinmachen. Ja. Was passiert da bei dem warmen Wasser trinken? Weil ich merke ja,
da kommt was in Fluss. Mhm, genau. Mit dem warmen Wasser symbolisch, wenn wir dieses Symbol wieder nehmen von dem Verdauungsfeuer, fangen wir an, das Verdauungsfeuer erstmal in Gang zu bringen. Mhm. Ja? Das heißt, wir starten den Tag schon mit dem Erwärmen des Feuers sozusagen. Wir machen das Feuer an und damit kommt dann unsere Suppe auch schon so ein bisschen in Wallung. Ja? Und dann sollten wir eigentlich auch meistens warm frühstücken. Damit geht es nämlich weiter. Ja? Mhm. Eigentlich sollten wir eine warme Komponente im Frühstück haben. Ja? Und wenn ich jetzt irgendein Porridge oder sonst was zu mir nehmen will, dann kann ich ja das mit warmer Mandelmilch oder sonst irgendwas oder kann es warm machen. Ja? Auch die Miso-Suppe hatte ich mal ausprobiert da war das war super. Ja. Aber lass es dann wieder bleiben. Gell? Ja. Warum macht man das? Ja. Weil man merkt doch, sag mal. Man fällt immer wieder in alte Gewohnheiten. Das Problem ist, der Mensch ist eigentlich jemand, der sich nur durch Schmerz ändert. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich so. Erst wenn es uns schlecht geht, kommen wir wieder darauf zurück, dass wir eigentlich. Ach, nur der Schmerz ändert. Ja, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Ja, genau. Ja. Das kommen wir eigentlich dazu, was zu verändern. Ja? Es muss schon weh genug tun, damit wir überhaupt was tun. Weil sonst sind wir natürlich ein bisschen faul und machen es uns bequem. Ja? Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich daran gewöhnt, das soll halt wirklich zu einer Gewohnheit werden. Und wenn es zu einer Gewohnheit wird, dann vermisst man das. Ja? Dann ist man, wie jetzt, war ich jetzt im Hotel gewesen, dann suche ich mir irgendwas Warmes. Und wenn es jetzt ein Rührei ist oder sonst irgendwas, mit dem ich dann meinen Tag starte und mein warmes Wasser, um mein Verdauungsfeuer ein bisschen anzuregen. Ja? Jetzt wäre es so, wenn wir so eine Suppe morgens nehmen, wäre das jetzt für jedes Element in Ordnung? Ja, im Grunde genommen schon. Man muss natürlich schauen beim Feuer. Es darf auch nicht zu heiß werden. Wir müssen natürlich auch auf Gewürze und andere Sachen achten. Und wir müssen auf die Jahreszeit achten. Mhm. Im Sommer, wenn ich natürlich außen Hitze habe, kann ich ein bisschen laxer umgehen damit, als wenn ich jetzt im Winter bin. Ja, wenn ich jetzt Element Wasser bin, ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Wir haben noch zwei Elemente. Im Element Wasser bin, da habe ich die Kälte. Ja, und da ist es natürlich noch wichtiger, ständig Wärme zuzuführen, ja, weil mir da sowieso schon energetisch das fehlt, ja. Das Element Wasser ist im Prinzip das Element des hohen Lebensalters auch, aber ich kann natürlich schon auch als Kind eine Schwäche da haben und dann empfiehlt es sich wirklich viel warme Suppen zu sich zu nehmen. Wenn wir zurückdenken an das, was unsere Großmütter gemacht haben, die haben uns damals Kraftsuppen gegeben, wenn wir krank waren. Das heißt, da wurde eine lang kochende Suppe, ja, gemacht, was auch immer, es kann eine Gemüsesuppe, Hühnersuppe oder was weiß ich was sein. Und diese Brühe wurde dann zu sich genommen, um uns Kraft zu geben, um uns aufzuwärmen. Ja? An diese alten Sachen muss man sich ein bisschen erinnern und auch an das Saisonale. Ja? Dass ich jetzt nicht unbedingt im Winter dann die Erdbeeren zu mir nehme, sondern tatsächlich, um das Element Erde zu stärken, dann auch wirklich zur Erntezeit solche Nahrungsmittel zu mir nehme, die dann entsprechend das Element ausgleichen. Ja? Schön. Jetzt beim Wasser, gehen wir das noch schnell. Was haben wir noch Wasser? Wir haben noch Metall und Wasser. Gut. Ja, mache ich noch ganz schnell das Metall, weil das ist das nächste im Zyklus. Das Element Metall wäre dann im Prinzip, wo ihr eben gesagt habt, unser Wertesystem. Das ist dann, wenn die meisten ihre Midlife-Crisis kriegen im Lebenszyklus. Das heißt, es wird dann plötzlich hinterfragt. Ist das altersbezogen? Nee, nicht eher nur. Wie das Leben, wie man es einfach organisiert hat, ja? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der so, keine Ahnung, mit 20 Kinder gekriegt hat, der kommt natürlich in einer anderen Zeit in die Midlife-Crisis, wie jemand, der mit 38 das erste Kind gekriegt hat. Das, wie auch schon gesagt, es ist jetzt nicht so, dass jeder, wenn er 50 wird, ins Element Metall rutscht, sondern das ist ja nur ein Zyklus, der beschrieben ist so. Ich kann ein Metallproblem auch schon mit 10 Jahren haben. Ja? Kann ich es auch nur kurz haben, wenn ich an meinen Themen arbeite? Natürlich. Dass wenn ich jetzt mal kurz mit, keine Ahnung, mit 42 spüre ich jetzt kurz metallisch und dann schaue ich, dass ich... Ja. Schauen Sie sich an oder schaut ihr an, was für eine Zeit wir jetzt gelebt haben, die letzten 3 Jahre energetisch gesehen. Was wir war haben das? Metall und Wasser war ganz viel. Mhm. Ja? Weil wir haben auf der einen Seite Metall gehabt durch die Trennung. Es wurden ja Gräben geschlagen zwischen 2 Lagern im Grunde genommen. Und es wurde auch gemacht, dass Menschen getrennt wurden. Ja? Menschen waren im Krankenhaus, die durften nicht mehr besucht werden. Alte Menschen im Altersheim durften nicht mehr besucht werden. Und dadurch, durch diese Trennung, das ist das Element Metall. Metall ist Schere, Messer, Schwert, alles das, was trennt. Ja, im Herbst, das ist die zugeordnete Scheidungen Jahreszeit. Also ganz genau. Wir haben ja auch viele. Ja, richtig. Und das sind so diese Elemente, das ist die Energie der Trennung. Ja, und die wirkt sich auf Lunge
und auf Dickdarm aus. Mhm. Ja, und was hatten wir? Wir haben Lungenproblematik gehabt. Mhm. Ja, im Grunde genommen wäre es eigentlich klug gewesen, natürlich kann man das jetzt diskutieren, eher so ein bisschen mehr, zumindest energetisch zu versuchen, zusammenzustehen, ja, anstatt sich zu trennen voneinander. Mhm. Ja, das waren natürlich andere Gründe, will ich jetzt auch gar nicht bewerten. Mhm. Aber aus energetischer Sicht ist es ganz wichtig hier, weil die Trennung ist im Prinzip das, Trennung und Trauer, das ist das, ist die Emotion, die verbunden ist mit dem Element Metall. Und die Organsysteme sind Haut, Lunge und Dickdarm. Mhm. Ja, und das ist eben auch das, was wir gesehen haben, was die Schwachpunkte in dieser Zeit waren. Ja, und das, was wir jetzt auch sehen, diese Trauer, dieses Problem der Trennung, dass man sich vielleicht nicht mehr versteht mit seinem Freund, den man vorher gehabt hat, sein ganzes Leben lang, es betrifft ja viele unserer Patienten jetzt auch im Moment. Ja, und das, um das noch fertig abzuschließen mit dem Element Wasser. Dem Element Wasser, zu dem gehört die Niere, das Urogenitalsystem, also auch der Blasenmeridian, Nierenmeridian. Zu dem gehört natürlich auch die Nebenniere, als im Grunde genommen als Sitz, also praktisch unser Stressorgan, wo unsere Stresshormone produziert werden, unter anderem auch. Das gehört dazu und natürlich unsere Knochen auch, unser Knochenbewegungsapparat, ja. Und die Ohren, das Hören gehört zum Element Wasser. Das heißt, es ist eigentlich das höhere Lebensalter, aber die Qualität der Angst. Das ist das, was unsere Nierenenergie schwächt. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, viele Menschen empfinden momentan viele Ängste, Existenzängste. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht. Alles wird teurer, die Inflation, die Energiekrise, die Klimakrise, wie auch immer. Die Corona-Zeiten sind jetzt vorbeigegangen. Schon krass, dass wir jetzt auch auf diese Lebensbühne diesen Wandel wie bei den Elementen bekommen. Mhm. Das ist ja faszinierend. Ja, das ist faszinierend. Wenn man da ein bisschen darüber weiß, dann weiß man aber, dass man genau hier anfassen muss. Wenn ich jemanden helfen möchte, der eben dieses Problem jetzt hat, dann muss ich ihm eigentlich Vertrauen geben. Ich muss ihm Sicherheit geben. Ja? Denn das ist das, was praktisch das Gegenteil von der Angst ist. Das heißt, ich muss ihm die Ängste nehmen. Leider ist es aber oft so gewesen, dass uns eben immer mehr Ängste gemacht wurden in letzter Zeit. Aber wenn ich jetzt sehr selbstreflektiert bin und Persönlichkeitsentwicklung mache und erkenne jetzt, okay, Metall war jetzt da, von dem einen in den anderen Aspekt rein, in der Übergangsphase. Gibt es da einen gesundheitlichen Prozess, den wir durchlaufen, dass wir sagen, da kommt dann eine Erkältung oder mal ein Fieberschub, wie wir das bei Kindern kennen? Oder weißt du irgendwas, woran ich erkenne, oh, jetzt habe ich geswitcht? Ja und nein. Also man sieht es an der Symptomatik natürlich. Oft hat man ja beide Probleme parallel. Ja, das war ja jetzt auch in der Zeit so. Man hat beide Probleme parallel gehabt. Man hat Angst gehabt, hat sich schwach gefühlt, müde gefühlt, erschöpft gefühlt. Und auf der anderen Seite war man auch schwach im Immunsystem gewesen, ja, und hat im Prinzip diese Trennungsproblematik gehabt. Und das eine befeuert das andere, ja. So oft sind es auch fließende Übergänge. Für mich ist es oft so, dass das nicht mal so zack, das. Es kann natürlich auch mal sein, dass eine Krankheit kommt, ja. Aber oft sind die Übergänge fließend. Ja, weil ich oft in mehreren Energien gleichzeitig bin. Ja. Deswegen kann ich auch auf verschiedenen Ebenen, ja, unterschiedliche, hatten wir vorhin schon mal gesprochen, auf der physischen Ebene ein bisschen andere Energie haben, wie auf der emotionalen, wie auf der mentalen Ebene. Ja. Super spannend. Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, sich mit den Energien einfach mal zu befassen und wie wir die nutzen können. Jetzt haben wir gar nicht so viel über die Ernährung gesprochen, aber um das nur noch ganz kurz am Schluss zu sagen, Feuchtigkeit, weil wir das eben gesprochen haben, erzeugt natürlich kalte Nahrungsmittel. Kuhmilch, interessanterweise, erzeugt auch Feuchtigkeit und Getreidesorten, die in Brot umgewandelt sind, also nicht warmes Getreide, sondern Brotnahrungsmittel erzeugen natürlich auch Feuchtigkeit. Obstsäfte teilweise, man denkt immer, der Orangensaft ist so gesund, erzeugt aber auch Feuchtigkeit. Und alles das, was so prozessiert ist, also eben zum Beispiel Nahrungsmittelzusatzstoffe enthält, Konservierungsstoffe, sonstige Sachen, auch das kann Feuchtigkeit erzeugen. Das sind also praktisch Nahrungsmittel, die eigentlich oft nicht so gut geeignet sind für viele Menschen, aus energetischer Sicht. Ja, super. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. Super spannend. Ich auch. Und vor allen Dingen, man merkt, du hältst einfach Vorträge und bildest aus. Ja. Ich brauche eigentlich gar keine Fragen stellen, weil es so ein schöner fließender Fluss ist. Wenn jetzt doch Kollegen sagen, ich sollte dann vielleicht doch mal
gucken? Ja, sehr gerne. Also gerne können Sie unsere Website dann auch besuchen, die Kollegen oder wer auch immer, auch jeder, der nicht Kollege ist und einfach nur Spaß daran hat, mal ein bisschen was in der Richtung zu lernen, kann sich da informieren oder uns einfach mal anschreiben. Dann kann man auch in Einzelgesprächen was machen. Unsere Website ist www.holistictherapy.school. Mhm. Super. Vielen Dank, liebe Sabine. Weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir. Und dass wir gut die Elemente wechseln. Genau. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten sich auch in dem einen oder anderen Aspekt wiedererkennen und für sich dann doch die Werkzeuge rausziehen, um da auch in eine gute Balance mit sich zu kommen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.